nein. Wir sind Partner, wir hatten einen Deal. Das ist kein Spiel. Das ist kein Spiel. Manfred wurde ermordet, weil er den Killer kannte. Er war nur 3 Meter entfernt. Nein. Ich lass den Killer nicht wieder so nah an sie ran. Ich bin kein Kind. Ich weiß, was ich will. Den Mörder meines Sohnes. Ich brauch sie nicht. Ihr Sohn ist tot, Lauren. Wenn sie ermordet werden, wird ihn das nicht wieder lebendig machen. Halten Sie an. Was? Halten Sie an, verdammt! Ich bin ein Idiot. Ich laufe ihr lieber nach. Vielleicht entschuldigen sollte. Ich kann sie nicht so zurücklassen. Sie würde alles tun, um den Mörder ihres Sohnes zu finden. Naja, normal. Das Mädchen ist stur wie ein Esel. Sie bleibt dran, ob mit mir oder ohne mich. Stimmt. Scheiße, ich habe keine Wahl. Ich glaube, ich will sie nur schützen. Fehlt mir. Er fehlt mir so sehr. Ich würde alles tun, um ihn wieder in meinen Armen zu halten. Es tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Es ist nur... Ich mache mir eben Sorgen um sie. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Was auch immer. Donnerstag. Thursday. Lustig. 11.15 Uhr. Ah, dann habe ich den anderen aber nicht erschossen, oder? Ich kann ja einfach irgendjemanden erschießen. Was willst du denn? Wer ist das überhaupt? Scheiße. Ich hab 1000 Mal gesagt, ich will hier keine Junkies haben. Wenn du Stoff willst, ruf gefälligst vorher an. Na los. Hau ab! Ah, die Tür auf. Scheiße! Bist du taub oder was? Ich hab gesagt, hau ab! Du machst mir Ärger, weißt du? Und hey! Bleib okay. Ganz ruhig, Mann, ja? Bleib cool! Was willst du? Ich hab einen Dealer. Kohle? Sag mir, was du brauchst. Wieso hab ich einen Dealer? Wir machen einen Deal, ja? Ich mach dich fertig, Flachmixer! Du kommst in mein Haus, du hast meine Chance! Ich reich dir alle Klappen nach links an! Willst du endlich mal stehen? Ich will dich! So, ey. Arschloch!
Junger Vater. Ich kann nicht hören von dir. Quicktime-Events hier. Ich hasse dieses Gedrücke. Oh, keine Munition mehr. Arschkarte gezogen. Warte, Mann. Du kannst alles haben. Ich hab Stoff. Ich hab Geld. Willst du Stoff? Kopf. Bitte. Bitte erschieß mich nicht. Ich hab Kinder. Das sind meine Mädchen. Das ist Sarah. Und die Kleine ist Cindy. Bitte, Mann. Mann, ich will sie wiedersehen. Bitte. Bitte nicht schießen. Und now? Ich bin auch Vater. Aber kein Killer. Ja. Nicht zum Killer. Ich bin kein Mörder. Super. Dann gibt es ja bestimmt eine Trophäe für Ich bin ein Mörder. Matt, hier ist Sam. Ich habe die Information, die du wolltest. Die Wohnung in der Marble Street gehört einem Dr. Adrian Baker. Er war Chirurg und hat heimlich Junkies Drogen verkauft. Hat ein Vermögen damit gemacht. Hat billig Wohnungen aufgekauft, auch die in der Marble Street. Wurde dann erwischt, war ein paar Monate im Knast und hat seine Zulassung verloren. Interessant. Tausend Dank für die Info, Sam. Hast was gut. Hey, Matt, sei vorsichtig, okay? Das bin ich. Bis später. Der Eigentümer der Wohnung, in der sich Ethan seinen Finger abgeschnitten hat, lebt hier. Keine tolle Spur, aber mehr habe ich nicht. Hi. Bei Ihnen soll es Betropen geben. Und zwar rezeptfrei. Sorry, das stimmt nicht. Wiedersehen. Warten Sie. Ich brauche wirklich dringend Ihre Hilfe. Ich habe Geld. Warum haben Sie das nicht gesagt? Kommen Sie rein. Geld öffnet die Tür. So, Sie möchten Betropen, meine Liebe. Schlafprobleme? Hier. Wie viel denn? Ich weiß nicht, so ungefähr 3-4 Packungen. Also, das ist kein Problem. Wollen Sie einen Drink? Ich hole mir auch einen. Nee. Klar, wieso nicht? Ich habe sie hier noch nicht gesehen. Wer hat mich empfohlen? Ich weiß nicht mehr. Die Pillen machen mich ganz wirr im Kopf. Die meiste Zeit bin ich völlig durch den Wind. Haben Sie auch noch andere Medikamente?
Für den richtigen Preis, Liebes. Und bei Ihnen, wie ist Ihr Preis? Vergessen Sie's. So läuft das nicht. Naja. Ich habe gehört, Sie sollen auch Wohnungen vermieten. Ich suche gerade. Sorry, Liebes. Es ist leider alles vermietet. Schade. Ich suche was in der Marble Street. Trinken Sie. Ich danke, aber ich habe keinen Durst. Ich hole das Rezept. Dauert nicht lang. Warten Sie. Der Kerl ist gruselig. Ich schaue nur schnell nach, ob ich etwas finde, bevor er zurückkommt. Der Doc interessiert sich anscheinend für Immobilien. Unter anderem. Einen ganzen Medikamentenvorrat mitgehen lassen. Das sind genug Schlaftabletten, um eine Armee außer Gefecht zu setzen. Kittel. Autsch. Ich dachte, er praktiziert nicht mehr. Vielleicht eine schräge Art von Andenken. Ich gehe mal her. Okay, raus hier. Das ist mir echt. Hinsetzen gerade. Hier habe ich die Lösung Ihres Schlafproblems. Oh. Träumen Sie schön. Was war denn jetzt? Gar nicht. Nicht. Scheiße. Sagen Sie halt zu mir. Kam angeblich wegen der Volkszählung. Noch so ein verdammter Regierungsspiel. Ach du Kacke. So, Sie interessieren sich für die Wohnung in der Marble Street. Ich habe Sie an Parko vermietet. Ein Freund von mir. Ich habe keine Ahnung, was er da treibt. Vielleicht nagelt er da seine Tänzerin aus dem Blue Lagoon. Ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Solange er Miete zahlt,
kann er tun, was er will. Aber genug geplaudert. Mir fehlt das Operieren, also ergreife ich jede Gelegenheit. Ach, toll. Ich habe keine Instrumente hier. Also nehme ich das, was da ist. Das macht Ihnen doch sicher nichts aus, oder? Ach du Scheiße. Keine gute Idee. Kennen Sie das? Sobald man mit der Hausarbeit beginnt, klingelt es an der Tür. Ich werde den Besuch los und bin gleich zurück. Und Sie bleiben so. Nein, nicht wirklich. Ich habe keinen Bock darauf. Na los, komm mal das Ding los, hier. Hallo, Sir. Ich überbringe Ihnen das Wort Gottes mit dieser prächtigen Bibel. Sie kann Ihnen gehören. Für eine Spende von, sagen wir, $5. Nein, danke. Kein Interesse. Na, komm mal schon. Kommen Sie, Bruder. Ich glaube nicht, dass Sie am Wort Gottes kein Interesse haben. Nur gehen wir nicht runter. Seine treuen Herde sollen in seinen Spuren wandeln, wie Horace sagte. Ah, vielen Dank. Aber ich brauche nichts. Geh doch da runter. Zeit der Gewalt und des Hasses? Die Heilige Schrift bringt Ihnen jederzeit Frieden und Ruhe. Für nur $5. Ja, wieso geht denn das nicht? Das nervt mich. Nochmal, wir Blöden. Keine Liebe für mich. Verschwinde. Das ist doch scheiße, warum geht denn das nicht? Ich hasse Unterbrechungen, wenn ich operiere. Also dann, wo war ich? Also echt. Manchmal bin ich der beliebteste Arzt der Stadt. Einen Moment und ich bin gleich wieder für Sie da. Oh nee. Wie krieg ich denn den blöden Fuß da raus? Besonderes Angebot, Bruder. Er schenkt Ihnen dieses prächtige Exemplar für nur $3. Überzeugt ihn so. Das überzeugt ihn. Wie kommen Sie her? Langsam geht nicht, schnell geht nicht, was denn? Ah!
jetzt? Missgeburt. Tschüss, Dunkel. Wow. Der operiert nichts mehr. Und ich sag mal, tschüss für heute.